Selbst die neue Osnabrücker Zeitung verlangt von der EU mehr Verständnis für Russland und erinnert, Zitat, obwohl der vom Westen geförderte Sturz der Regierung in Kiew den Ukraine-Konflikt eskalieren ließ, gilt Moskau als größter Schuldiger. Aber immer noch Neue Osnabrücker Zeitung, nicht ich. Alles aber, was heute als russische Aggression gebrandmarkt wird, geschah nach dem Putsch, nicht davor. Wie wäre es, so die Osnabrücker Zeitung, eine gemeinsame Linie und den Ausgleich von Interessen zu suchen? Zitat Ende. Ich sage, oder wir sagen, genauso ist es. Frieden in Europa kann es nur gemeinsam mit Russland geben. Nicht mit militärischen Drohungen, nicht mit wirtschaftlichen Sanktionen. Nur in respektvoller Zusammenarbeit auf der Grundlage des Völkerrechts kann es zur gemeinsamen Bewertung globaler Probleme und zur gemeinsamen Entwicklung kollektiver Lösungen kommen. Diese respektvolle Zusammenarbeit, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, diese respektvolle Zusammenarbeit verlangen wir von Frau Merkel, denn wir wollen Frieden. Dankeschön, Anne Rieger. Uns erreicht eine